Wir brauchen noch 2 Kristalle, um Akt 4 in der Dream Factory freizuschalten. Und in Akt 3, den wir jetzt erstmals besuchen werden, gibt es insgesamt nur 2 Kristalle. Ist das wieder ein Bosskampf? Wir schauen mal und gucken uns das an. So, heute mal mit Cream, wenn es ein ganz normales Level ist. Sie sollte genauso flugfertig wie Tails sein. Ich habe im letzten Part schon ein bisschen angeschnitten und beredet. Das große Cream-Comeback. Sie wurde als ja, relativ leicht zugänglicher Charakter in Sonic Advance 2 eingeführt und spielte auch eine gute Rolle in Sonic Heroes. Ebenso zu der Zeit prominent in Sonic X zu sehen. Aber im Anschluss mit ihrer Mutter Vanilla doch ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Ich meine, ja klar, in Sonic Rush, da hat sie ein paar Sprüche auf Lager, da redet sie, glaube ich, auch mit Blaze und so. Oder in Sonic Generations ist es eine der Personen, die man rettet. Und man sieht sie ab und zu bei Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen und Winterspielen. Aber gar nicht so häufig spielbar, ehrlich gesagt, sondern meistens als, weiß nicht, Zuschauerin oder Schiedsrichterin. Oh, habe ich noch gesehen. Ja, wusste ich doch. Na klar. Ja, die Flugpower war nicht mehr da. Kann man hier noch ein bisschen was mitnehmen, wenn es geht, wenn es fliegt. Komisch, man kann nicht mehr fliegen da. Ich kann aber einfach so hoch. Gar nichts mehr mit diesen Turbostreifen zu tun. Wo Cream aber auch relativ prominent war, eine Spin-off-Serie, der ich nicht so gewogen bin von Sonic, ist ja leider, es tut mir leid, Sonic Riders. Und ich weiß, dass sie in... Vielleicht ist es Sonic Riders Zero Gravity. Das Cream Board, das ist Klettern. Auch verfügbar ist und spielbar. Mit einem eigenen Hoverboard oder wie sich das schimpft, Extreme Gear. Das sind diese Boards in Sonic Riders. Ja, aber da sieht sie ganz anders aus. Da sieht sie älter aus, größer und so, jugendlicher. Was ich wild fand. Vielleicht liegt es auch nur an dem Grafikstil von Sonic Riders. Aber Cream in Sonic Riders fand ich wild. Warte mal. Was erblickt. Ja. Könnten eventuell, auch wenn es so nicht gedacht ist, das erinnert mich jetzt ein bisschen an Sonic Frontiers, wenn du versuchst, wenn du nicht weißt, wo geht eigentlich die Stelle los, ne? So, früh genug gesprungen. Hier ist immer mehr von der lila Materie, dem Stoff, aus dem Albträume gemacht sind. Lila Materie Imagination stammt von Eggman. Das Goldene. Die positiven Träume. Sind Träume, wenn sie keine Albträume sind, direkt positive Träume? Ihr wisst, was ich meine. Ich meine, dass man hier Cream genommen hat. Ich sag euch ganz ehrlich, was der Grund dafür ist. Man brauchte noch einen Flugcharakter. Und das ist verdammt nochmal ein Flugcharakter hier. Ich glaube sogar, dass aus dem Grund allein Cream erschaffen wurde. Weil man für Sonic Heroes halt sich immer überlegen musste, wir haben halt schnelle Charakter wie Sonic und Shadow, wir haben halt starke Charakter wie Knuckles und so. Aber dann hat denen vermutlich, ich nehme es einfach nur an, ist jetzt kein Fakt, ein Flugcharakter gefehlt. Und dann haben sie die auch direkt debütieren lassen in Sonic Advance 2. Ich glaube, dass es Hand in Hand ging. Wollen wir jetzt mal nicht ausschließen, wisst ihr, wie ich meine? Wollen wir nicht ausschließen. Ey, einen Einzelnen lasse ich nicht da. Nimm mit. Wer weiß, ob ich eines Tages suchen werde mit dem Krass noch einer. Wo soll der denn sein? Zum Glück ein bisschen magnetisch angezogen. Warte, das Tor ist da, aber wie komme ich denn da oben hin?
Das schon. Bestimmt was mit den anderen Aufgaben zu tun. Was ist das denn für ein Tunnel? Das ist ja gefährlich, gemeingefährlich. Ach, jetzt habe ich Bock auf ein neues F-Zero. Sonic Dream Team ist unser neues F-Zero. Oh, sie knuddelt Cheese. Ja, ihr Schau heißt Cheese. Eigentlich hat sie noch einen Schau namens Schokola, aber der war quasi auch nur plotbedingt in Sonic Heroes zu sehen. Also gehe ich recht in der Annahme, wenn ich hier zurückgehe. Ah, jetzt gibt's doch 6 Kristalle insgesamt. Ich dachte... Sammle 6 Traumkristallsplitter. Ja, heute mit Cream. Geht hoch hinaus, wie mir deut. Ja, ich sag's ganz ehrlich, die Dream Factory sehen sich die Level alle sehr ähnlich. Ob man das jetzt gut oder schlecht finden möchte. Da unterscheiden sich die einzelnen Acts gar nicht so. Das war bei Scrambled. Entschuldigung, die Nase juckte. Die Info. Tut mir leid! Das war in der ersten Welt Scrambled Dingsbums. Gar nicht so vertreten. Da haben sich die Level irgendwie ein bisschen mehr unterschieden, fand ich. Hier hat man immer diese Halle, in die man erstmal reingeht. Und dann den Seiten lang kann. Aber jetzt geht's nur hoch hinaus. Vermutlich kommen wir so auch dorthin. Meinte. Wenn das nach unten? Jetzt gehe ich erstmal nach oben. Von oben kommen wir ganz schnell nach unten. Das wird gar nicht das Problem sein. Funktioniert! Und ja, Cream hatte auch einen Auftritt in Sonic Adventure auf dem GameCube. Aber nicht in der Dreamcast-Version. Das war ein Cameo, ein Easter Egg-Auftritt. Und war so ein bisschen Foreshadowing bei Sonic Adventure DX Director's Cut auf dem GameCube. Gut, das gab es ja auch für den PC später. Schätze mal, da war sie auch zu sehen. Aber die Leute, die annehmen, Cream gab es schon in Sonic Adventure 1. Nein, nein. Debüt war wirklich in Sonic Advance 2. Ich glaube sogar, Sonic Advance 2 kam noch kurz vor Sonic Adventure DX vor ihrem Cameo-Auftritt raus. Wir müssen um einen hoch. Kann ich hier eigentlich so hoch speeden? Minimal. Minimal. Ein sehr geheimnisvoller Soundtrack hier, die Stimmung. Mystisch und... Ah, das reicht nicht. Point of no return. Ich sehe, wo der Kristall ist. Ich muss nur hinfinden. Also bis auf die Zeit-Challenges macht uns das Spiel aber auch gar keinen Stress, ne? Das ist, finde ich, sehr angenehm. Gut, das waren die 6 Traumkristallsplitter. Ja, und Bosskampf. Das sieht aus wie ein Defec-Robot. Spoiler, Spoiler. Aber ich möchte es hier weiter gucken. Wir machen so gut, wie es geht. Erreiche jeden Kontrollpunkt, ehe die Zeit abläuft. Und zwar nur mit den Schnellen. Ja. Wie gefällt sie hier? Ich finde, Sonics Mund war da ganz kurz zu weit oben, als er kurz auf war. Das sah irgendwie unnatürlich aus, aber das Spiel wurde auch sehr gelobt für seine Animationen in den Sequenzen. Ich meine, ein bisschen cheesen tun sie ja schon ihre Sequenzen. In Sonic Dream Team, indem sie halt einfach Standbilder machen. Man kann es aber auch als Stil verbuchen. Klar, bringt das weniger Arbeitsaufwand. Mir geht's ein bisschen zu hektisch, diese Bilder, aber jetzt auch nicht so schlimm, da will ich mich nicht beschweren.
Aber ab und zu hat man sogar komplette Animationen. Und da sagten viele, ne, das ist ja besser als in Sonic Frontiers. Ja, aber ich sag mal, gegen Sonic Prime oder so, der Netflix-Serie, verblasst das leider alles. Was natürlich auch kein Videospiel ist, sondern halt eine Serie. Da legen die so ein bisschen mehr Wert darauf, ganz klar. Oder auch der Kinofilm, ne? Upsi. Da habe ich jetzt komplett die Orientierung verloren. Aber gerade, nein, ich gönne euch nichts. Ich starte selber neu. Da, habt ihr gesehen? War zu weit oben. Das war... nee. Das ist nicht in Ordnung. Das akzeptiere ich. Von allen Sachen, die Sonics Mund betreffen, ne? Ausgerechnet diese. Ich habe einen uralten Sonic-Plüsch von, keine Ahnung, 1995 oder so. Den kennen viele in den Facecam schon gesehen und so. Und zwar, ja, mein alter Sonic-Plüsch, der hat den Mund aber auch ganz weit an der Seite. Also so richtig seitlich quasi. Richtig unnatürlich. Wenn du den auf den Mund knutschen willst, dann musst du seine Wange knutschen. Ist verrückt, ne? Ich meine, so eine Schnute hat der Igel schon immer. Aber früher extremer als heute. Deswegen. Das ist die Sache, die mir auffällt. Wunderbar. 17 von 22. Das ist schwer. Das ist schwer. Oh, das darf nicht wahr sein. Gut, wenn man erstmal gerade ist, einfach vorhalten. Ich glaube, ich kann es auch schaffen. Oh yeah. Gut, very nice. Haben wir auch das. Jetzt nochmal Speed. Auch nochmal du. Heißt nicht, dass wir Amy nicht wieder nehmen werden, aber ich bleibe erstmal bei Sonic, ja? Gotta go fast. Wir haben noch genug Zeit. Danach gehen wir Richtung Boss, I guess. Das war übel. Oh, das klingt, als wärst du alt und hättest Rückenschmerzen. Also, so wie ich jeden Morgen. Nee, die zweite Welt war ein bisschen schwach. Das spreche ich doch gerne aus. Da habe ich mich irgendwie ziemlich schnell dran satt gesehen. Warum? Ich weiß es nicht. So, bleib lieber mal geschwind. Es sind halt so, also so komplexe Steuerung ist verlangt quasi. Wisst ihr, was zuvor das beliebteste Spiel auf Apple Arcade war? In der Kategorie meist gespielt. Sonic Racing. Sonic Racing ist die Mobile-Version von Team Sonic Racing. Ohne den Team-Aspekt. Oder deutlich verringert. Also eine abgespeckte Version von Team Sonic Racing. Welches ohnehin nicht so gut ist wie Sonic and Racing All-Star Race. Hier. Yes. Sonic and All-Stars Racing Transformed. Aber Sonic Racing, mit diesem simplen Titel Sonic Racing, ist es halt wirklich eine sehr... Ich habe das einmal angespielt, bis mir aufgefallen ist, oh Mann, ich wollte erst Gas geben, aber das gibt ja von selbst Gas, weil es ein Mobile-Spiel ist. Gut, hier kann ich noch nicht weiter, also machen wir jetzt Akt 4. Wow, so much data. Eggman's about to activate something called the Guardian Hunter. No prizes for guessing what that's supposed to do. So, how do we stop it? The good news is that its launch controls are just past the barrier. The bad news is that's where the security nightmares are waiting. So, one of us needs to fight our way to the off switch on the Guardian Hunter. I'll do it! I'll do my part! Cream, no!
Was ist los? Wird sie gefangen genommen? Oder warum sagt die, oh nein, geh nicht. Ich nehme heute Cream. Oh no! Can we follow her? I need time to regain my strength. I'm sorry. Relax, Cream's got this. She's grown up on us fast, and she's got cheese with her. Yeah, I just wish we could do more to help. Ein Bosskampf für Cheese und Cream. Oh, that's pretty scary. Children shouldn't mess with other people's toys. I won't let you hurt Miss Ariem. You've outlived your usefulness, you brat. Foreman, report to the control room at once. Attack on sight. Miese Manager, Vorarbeiter. Ach, also ich muss nicht gegen das da, was da hinten in der Wand steht, antreten, sondern nur gegen diese lächerlichen Roboter. Mike Pollock als Eggman ist halt auch, ne? Ich mag ihn. Er hat ja schon mal mit mir auf Twitter geschrieben. Das heißt X. Naja, damals war es Twitter. Wenn ich ihn jetzt offen, dann kann ich was machen. Lass mal herausfinden. Da sind die deaktiviert. Macht's ja noch schwieriger, Mann. Ich muss sie alle deaktivieren. Nein, da ging es irgendwie um den deutschen Eggman-Sprecher und ich weiß den Kontext jetzt nicht mehr. Aber Mike Pollock ist seit 2003 der englische Eggman-Sprecher. Mhm. Das war jetzt Sonic X nämlich. Also genauso lange wie Mark Stachel und so. Aus Peter Damitz bei uns. Kommt noch ein vierter. Naja, kein Defect Robot, aber interessant. Er absorbiert die Traumenergie. Er wandelt sie um. Management Mecha der vier Arbeiter. Hatte die jetzt alle in sich drin, oder wie ist das? Das ist, damit ich entkommen kann. Aber in den Spielen ist Mike Pollock seit 2005 dabei. Ich glaube, mit Shadow the Hedgehog hat er angefangen. Mir ist damals nicht mal aufgefallen, dass Eggman neuer Sprecher hatte. Hatte ich gar nicht drüber nachgedacht. Shit. Schade, schade, schade. Und der Sonic X-Cast wurde in den Games ja mal komplett ersetzt. Und er blieb als einziges. Mike Pollock als Eggman war der einzige, der übrig blieb, der behalten wurde, wo sie gesagt haben, den wollen wir. Was mache ich denn mit dir? Achso. Ich versuche ihm Schaden zu machen. Soll ich jetzt wieder hin? Ja. Jetzt ist der Deckel auf, wie eben bei den kleinen Vorarbeitern. Den Bosskampf habe ich nicht sofort richtig gerallt. Ich habe auch nicht bemerken können, dass irgendwie diese Flüssigkeit steigt und ich mir Sorgen machen muss. Also ich muss mich in Sicherheit bringen, bis der richtige Moment kommt, wo die Klappe auf ist. Insofern Panne ist vermutlich nur, also die kleinen Gegner sind vermutlich nur da gewesen, um dir zu zeigen, du musst warten, bis auf dem Deckel die Klappe aufgeht. Der Deckel, du Dackel. Jetzt auf die Plattform, weil hier jetzt steigt's, okay. Dadurch geht der Deckel auf, oder nicht? Ja, okay, ich bin schon losgesprungen, alles gut. Oh. Durch den Kameraschwenk. Aber wir sind noch an derselben Stelle.
Produktionsstopp, besiege die Vorarbeiter. Was erklären sich denn hier Achievements? You're too late! I might not have had the time to gift wrap it, but I do hope the Guardian likes what I've built for her. Da haben wir ihn nochmal gehört. Schön. Oh, ich muss noch was ausprobieren dringend. Oh, die dritte Welt ist grün. Mit mehr Laub. Mit Verlaub, mehr Laub. Ja, Hörsturz Deluxe. Very brave. I could ask nothing more of you. Besides, thanks to your efforts, I had the power to restore your friends. Nice work back there, kid. Way to show up these amateurs. Mr. Knuckles, Miss Rouge, I'm so happy you're free. Yep, now we can help protect REM too. It's what guardians do, right? Handsome one, isn't he? Sure. But he's such a brute. No class or tact at all. Can we get back to stopping Eggman's plans already? Sounds good to me. Let's get moving. Haben wir jetzt alle komplett eigentlich, ne? Knuckles und Rouge. Schöne Artworks. Okay, Nightmare Maze. Wisst ihr, was ich ausprobieren wollte? Jetzt kommt's, ne? Ich habe bei den Bossen die Wahl zwischen zwei Charakteren, aber die gehen so explizit auf den Charakter ein, dass ich mich frage, ob es eine andere Sequenz gibt. Ich glaube, ich wollte schon beim ersten Boss ausprobieren. Ich spiele mal mit Tails, ne? Ich werde nur beginnen. Yeah. Wow, the Guardian Hunter's pretty mean looking. Better shut it down, fast. Children shouldn't mess with other people's toys. Don't underestimate me, Eggman. Oh, I won't. Foreman, report to the control room. At once! Show the upstart no mercy. Ja, ich glaube, kann man schon mal zeigen. Machen wir das auch in der ersten Welt gerade nochmal. Scrambled Shores. Ich kam vorhin nicht auf den Namen. Hier mit Sonic statt mit Amy. Was sagt er zu einem Krabbenboss? Seaside Dream, Giant Enemy Crab. Why am I not sur- Wait, is that a mustache? Okay. Ja, warum nicht? So. Freunde, ich glaube, ich kann jetzt noch nicht mit Knuckles und Rouge in die zuvor gesehenen Level, was ein, ich will nicht sagen, Problem darstellt. Aber dann sollten wir jetzt nicht nochmal eine neue große Welt in diesem Part beginnen. Es sind nur Figuren, es sind nur Trophäen. Sammle alle blauen Münzen in Scramble Shores Act 1. Warte mal, wie viel bringt das? Gibt es auch Trophäen? Diese Tails-Herausforderung ab? Was sind denn Tails-Herausforderungen, bitte? Da kommt safe noch was am Ende. Guck mal, wir haben so gut wie nichts freigeschaltet. Ich weiß nicht, ob das Let's Play 100% wird, aber ich würde mich gerne ein bisschen reinknien. Das auf jeden Fall. Warum ist hier keine Musik? Muss das so? Hat das so? Gut, Freunde.
Alles klar, nur die Ruhe. Ah, Freunde, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Dann beginnen wir ganz frisch mit Nightmare Maze und dann wohl auch mit Knuckles und Rouge. Ganz genau, dann haben wir alle beisammen. Können wir Nightmare Maze also direkt möglichst vollständig beenden? Lasst es uns herausfinden, wir sehen uns wieder im nächsten Part. Also ist der Daumen oben, werde ich euch loben. Bis dann und ciao.